Hallo zusammen, willkommen wieder mal beim LS13 mit mir, mit dem Fan313. Und wir machen wieder mal Kühe aus Silage füttern und noch die platzierten Haufen noch hin, dass ich da die, sagen wir mal, dass ich da die Silos befüllen kann, auch bei PGA und alles. Machen wir da mal kurz weiter. Und dann sehen wir uns, was wir machen müssen. Ein paar Sachen haben wir schon gesehen, wir müssen ein paar Sachen machen müssen. Jetzt gucken wir mal an, ob das funktioniert. Ja, und momentan spiele ich bei meinem Kumpel da, beim Lukas. Spiele momentan nicht, weil ja, bei mir läuft momentan alles durch die Luft. Und es kann sein, dass in letzter Zeit weniger Videos kommt, weil dann privat noch arbeiten bin am Wochenende. Und dann unter der Woche bin ich normal am Arbeiten. Und wenn da den Job vorangeht, dann bin ich dann sehr, 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 sehr selten hier. Oder beim Aufnahmen halt. Mehr beim Aufnahme. Es kann auch sein, dass man da mein Kumpel das für mich machen kann. Wird halt dann alles geregelt. Kommt drauf an, er sagt, okay, Fan, kann ich das für dich machen? Sagt, nee, keine Lust auf die Zeugs. Da sagt, okay, dann lass es sein. Also kann auch sein, dass er, wenn er einen PC kauft, dass er dann die LS15 vielleicht, wenn er die rauskommt, holen kann. Dann kann sein, dass wir zu zweit die Videos machen, weil beim LS13 bringt für ihn nichts, weil er auch dann die, wenn dann im Oktober oder vielleicht jetzt bald das LS15 rauskommen würde, dann bin da, dann macht er lieber hier bei mir spielt, dass da dann die Zeugs läuft. Die Mischer zu müssen jetzt mal geben. Was fällt jetzt noch? Also die Kühe haben ja alles, aber irgendwie funktioniert das nicht so. So wie ich es wollte. So. Ja, nee. Aha, ja. Feldschieb 10. Nee. Nee, das ist hier, das ist da. Irgendeiner habe ich noch gehabt. Warte mal. Guck mal an. Der ist voll. Irgendwie sollte ich noch einen Tracker haben mit dem Anhänger. Das ist ein Kühlerfass, ein spezieller Kühlerfass. Okay, hier steht mein LKW auf dem Dach, wo es da mal geleckt hat. Oder wo ich da ein Ding reingefahren bin. So, nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das ist kein Ding mehr hier. Nee. 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 Aber weißt du was? Ich fahre mit dem kurz auf die PGA. Lade die Zeugs ab. Oh oh. Oh oh, es gibt Schwierigkeiten beim Fahren. Oh ne, oder? Und ja, was wollt ihr wissen? Wir haben gerade am Freitag, nein, Samstag LPT mitgemacht mit dem Tunivir und mit dem Earcat und mit ein paar Kumpels da von uns. Und ja, das ist die Map vom Tunivir. Das finde ich sehr, sehr cool, die Map.
ohne Problem, ohne gar nichts. Läuft alles so manuell frei, aber es ist halt so, dass beim Hof ab und zu die Zeugs da ein bisschen leckt halt, also nicht leckt, einfach das, ja, es wird halt ein bisschen langsamer, wie die MS hoch schauen würde. So, gucken wir mal das an. Das, aha, ja, noch das hier, das zum Befüllen, so cool. Das muss ich noch verdichten mit dem Raum. Da könnt ihr jetzt gerade mal zugucken, weil die ist gerade sehr, 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 sehr schnell verdichtet. Aber ich lade kurz die Sachen ab. Da könnt ihr da mal zugucken, wie das funktioniert. Dann habe ich noch eine Map, wo ich mal kurz was angefangen habe, wo ich euch ein paar Mods vorgestellt habe. Die Ballanhänger, die sind sehr, sehr gut, finde ich. Aber beim Rundballen-Anhänger würde ich sagen, da müssen wir mal, müsste ich da mit meinem Kumpel angucken, wenn er was dafür würde sagen. Ja, und gibt es noch? Oh, war ein bisschen zu schnell. Kommt noch ein bisschen was rein. Joa. Muss halt rückwärts reinfahren. Entweder direkt reinfahren, dann muss ich da nicht so viel machen. Ui, drin, 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 drin. Drin, drin, drin. Hm. 32%. Ja. Fuck off. Und ja, für nächstes Mal gucken wir das besser mal an. So. Oh ne. Den Tracker steht im Weg. Ich glaube, den Kuhn hier, die habe ich glaube selber umgebaut, also umgeschrieben. Umgebaut, das war, ja, oder ja. Den bekommt ja. Die hier bekommt nicht auf dem Motorhoster. Ah, möglich hochfahren. Ein bisschen. So. Also den Kuhn bekommt ihr auf dem Motorhoster. Da ist Kuhn Ultra Power, glaube ich. Wenn ich auf da täusche. Aber ich kann euch noch die korrekten Daten geben. Dass ihr da die Zeugs machen kann. Weil es ist noch. Ja. Mache ich kurz da die Zeugs hier noch. Mache noch kurz die Lexisilo fertig. Auf dem Feld 17. Die Feld ist komplett anders gebaut. Oder einfach anders gemacht. Er hat einfach nicht alle Felder quadratisch gemacht, sondern zum Teil rundig oder eckig. Das finde ich sehr, sehr cool vom Modder, dass ich eben den Tun war, Tank Tun war. Und mit dem Autocombine oder Autocombine ist sehr, sehr gut, finde ich. Aber mit dem Grubhorn finde ich halt ein bisschen beschissen. Also entweder fährst du selber oder dass du so fährst, dass du fertig hast, dass dann die, wie sagt man, die. So, das läuft. Ich weiß nicht so schnell, dass der gemacht ist. Ich fahre einfach mal nach dem Drescher. Oh, scheiße. Ich bin so nah ran. Ran. Und dann habe ich noch den ESL-Limiter dabei, dass ich da die Stufen. Oh fuck. Nein! Wenn man nicht guckt, passiert was. Das ist immer so. Oh nee, Kollege, komm.
Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Und dort bei der PGA kommt genau so ein Anhänger voll rein. Auf jetzt mal. Ich bin zu schnell für den Exler. Bin zu schnell, bin zu schnell. Ja, es geht zum Fahren, sag ich jetzt mal so. Wenn ich auch ein bisschen Scheiße finde um die Kurve da, dass er ein bisschen langsamer fährt, anstatt ganz mit Vollgas. Fällt mir genau noch 12% und dann bin ich voll. Das könnte jetzt gerade funktionieren, gerade direkt. Ah ne, also müsste noch die Ding einstellen. Oh nee, das war ein bisschen zu weit weg. Beim Rückwärtsfahren finde ich ein bisschen scheiße, weil den Anhänger dann schwer ist. Da finde ich scheiße. Aber sonst in allem Guten finde ich sehr gut. Oder dass ich da den halt ein bisschen den Gewicht ein bisschen wegschrauben würde. Dass dann nicht so scheiße ist zum Rückwärtsfahren. Nicht mehr vom normalen Mods, da wo ich den gleichen Anhänger habe, dann einfach die da, also auf die Kapazität bleibt, auf den Gewicht nicht mehr weg. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr dann keine Videos machen müsst, ja, keine Angst haben. Weil da eben, weil dann bin ich auf die ganze Zeit unterwegs, oder am Wochenende sehr, sehr viel unterwegs bin. Das ganze Wochenende. Bin höchstens, wenn ich da bin, bin ich vielleicht entweder am Sam, was Sonntag, aber ja, höchstens, dass ich Montag die Videos mache und am Dienstag, am Montag die Videos hochladen tue. Und ja, was gibt's es noch? Tja, wie gerade wie BGA voll wird. Wir mal kurz nochmal zurückfahren. Es bleibt, ich glaube, circa 2 oder 4% drin. Aber das ist noch nicht schlimm, ich kann die auf vom Hof lagern. Für den Hof finde ich sehr gut die Anhänger. Das ist 15% blieb drin. Ja, da müssen wir mal gucken. Da bleibt einmal hier drin als Notfall. Und das ich weiß, aha. Den ist alle voll und ja, ihr Schnellzeit oder Vorspulmod dann habe ich noch drin. Die ist auch sehr, sehr, sehr geil, finde ich. Kannst du alles einstellen, also die Zeit schnell vorspulen oder wenn die Wachstum schnell machen. Aber bei die Eigenstätte oder beim Vestili oder wie die Map vom Titanium Addon heißt, die müsst ihr halt aufpassen. Oder ihr müsst halt die Mods vom verdammt, dass ihr die Map verdammt ausschalten können. Und ja, für nächstes Mal schauen wir, wie man mit dem großen Gruber da gruben können. Also es ist eigentlich
Auf dem Mod ist eigentlich 8 Meter, also das ist 50 Meter, aber beim Mod zeigt er 8 Meter an. Und ich finde die sehr, sehr geil, finde ich jetzt schon. Aber eben, wie gesagt, ihr müsst ab und zu mal aufpassen, wie ihr da fahren, wie ihr da fahren. Und jetzt, wenn ich jetzt noch mit euch machen kann, noch kurz, weil ich muss dann bei der PS3 kurz online bei GTA 5 mit ein paar Kumpels da von mir, also sehr gute Kumpels, also einer von denen arbeitet mit mir gerade vom gleichen Ding, wie heißt der, vom gleichen, ah Mann, vom gleichen Geschäft. Wir machen immer so ab, ey, kommst du heute online, sag ja oder sag nee, keine Lust. Und den anderen ist sind beide halt, also die beiden waren mit mir in der Schule, aber beim Arbeiten ist halt eine Arbeit mit mir. Und den anderen ist verheiratet, hat ein Kind, ich bin den Patenkind. Also wir in der Schweiz sagen wir Küti-Kind. Und eben als Deutsch von euch. Das Patenkind, geh ab und zu mal vorbei, guck mal, wie es den Kleinen geht. Und ja, viel kann ich euch leider nicht sagen, weil da von meinem Kumpel ist und nicht eben. Ich bin zum Glück noch Single, ich suche halt noch gute Frau für mich, aber eben, wenn es keine gibt, dann gibt es halt keine mehr. So, die Gülle müssten eigentlich langen für die Feld 16, 17, glaube ich, oder? Da, nee, 17, 18. Sollte es reichen. Aber ich lasse da erst, wenn die Gülle komplett voll ist, oder fast, also die Hälfte voll ist. Könnt normalerweise auch mit dem Radler kühler fahren. Schauen wir mal kurz an, ob den laden kann. Den laden kann. Also zweite Frage ist, ob ich kann den ankuppeln. Ne, bei dem geht es nicht, Leute. Oh nee. Die malt die kurz den kleinen oder so oder irgendein Tracker da, wo ich noch frei habe. Kuppelt das kurz an. Wenn laden kann, lade ich kurz auf. Dann könnt ihr mal kurz nachgucken. Bei der Kühe warte ich momentan noch, weil dann fange ich mit der Sucht an. Dann brauche ich sehr, sehr viel Milch. Und Stroh, weil die brauchen noch Stroh dazu. Ich habe jetzt noch nicht angefangen. Beim anderen Speicherstand haben wir schon angefangen. Zu Mist. Milchding machen und so. Der wieder kommt Mittwoch hoch, irgendwann mal. Oder Dienstagabend, also heute Abend oder mit oder morgen, also morgen an. Dann weiß ich noch, ja. Ich weiß, ihr hört ab und zu so Küche. Und wenn ich da mal richtig Zeit habe, alles düngen, alles zu sehen oder zu grubbern, dann also auch sehen, düngen oder Gülle fahren, wenn ich genug Gülle habe, alles güllen. Da die Felder, wo ich noch da am Arbeiten bin. Oder bearbeiten bin, besser gesagt so. Und dann machen wir nochmal eine Folge und dann mache ich ein Feld mit Maiskörner, also das, also Mais. Und dann mit dem normalen Drescher, dass ich dann, wenn ich da das Geld verlieren würde, dass ich dann die Lager voll habe. So, kann ich das füllen? Auf glaub, nee.
Prozent und jetzt glaub hier. Wie kann ich das fühlen? Sie müssen das fühlen eben. Aha. 1%. Das heißt, wir müssen mal kurz warten. Oh nee, scheiße. Ja, mit der Gülle fahren ist es ab und zu ein bisschen scheiße, aber scheißegal. Im billigsten bleibt ja nur mit Gülle fahren. Sage ich euch. Anstatt da mit Düngen oder Säen, nicht Säen, Düngen oder Spritzer bleibt ja mit Gülle sehr, sehr billiger voran als mit Dünger und mit Spritzer. Kriegt ja viel, viel mehr Geld auf die Seite, anstatt das Geld verbraucht. Okay. Sag jetzt mal so, als Anfang okay mit Dünger und Säen, okay. Aber dann, wenn ihr Geld habt, die Dünger und Dinge verkaufen. Aber ihr müsst ja auch erst gucken, dass ihr genug Gülle habt. Nicht, dass ihr dann auf einmal anfängt zu güllen und dann merkt, scheiße, ich habe zu wenig Gülle. Lieber die Gülle vom Hof vollbefüllen und die vom BGA. Also BGA hier ist ein bisschen scheiße, es ist nicht auf 1 eingestellt. Ja, warte mal, aber ich kann da mal kurz gucken, wie da die Gülle ist. Warte, wo ist die Gülle? Das ist kein Güllepott hier. Gülleklapp können wir ja gar nicht holen, glaube ich. Oder doch? Ja, guck jetzt kurz mal an. Ach du Gücke. Scheiße. Ja, können wir. Gülle kann ich noch holen. Aber keine Ahnung, wieso das so auf einmal so viel drauf ist. Weil ihr habt ja nie Gülle gelernt. Aber wenn ihr mal die Zeit vorspulen würde. Nee. Gibt es gar nichts. Das heißt, ich müsste mal gucken, ob ich da wieder die Gülle lernen kann. Also die Gülle da vergrößern kann. Dann, ja. Warte. Ich schreibe mal kurz die Gülle auf. Gülle auf, die Gülle auf, die Gülle auf, dass ich vielleicht da die Gülle cheaten kann und das Milch cheaten kann. Weißt du, dass ihr auch mal was mehr sehen können? Ich weiß, normalerweise sagt, nee, Fan muss es nicht oder so machen. Die, wo es machen kann oder die, wo es kann, dann würde ich sagen, für Mod vorstellen oder sowas, okay. Ah, nee, jetzt habe ich die Gülle weg. Ah, scheiße. Egal. So, und jetzt mal gucken. So, dass ich da die Gülle gucken kann. So. So, liebe Leute, ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in das nächste Mal. Tschüss!